So, ich mache ein Risotto. Aha. Haben Sie schon mal ein Risotto gemacht? Nee, noch nie. Ich, darf ich Sie mal bitten, einfach nur zu rühren? Mhm. Denn da kommt jetzt Wein rein. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, dass wir auch einen Schluck trinken. Und zwar habe ich einen Sauvignon Blanc. Das ist die Traube, die auch Sancerre, Puy-Fuissé, Puy-Fumé. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie den gerne trinken. Also jetzt erstmal ein Glas kommt jetzt hier rein. So. Na, der hat's gut. Der hat's gut, aber wir auch. Und zwar kommt der aus Südtirol. Aha. Ein sehr lieber Freund, Peter Dipoli, macht den. Und das ist ja ungewöhnlich, normalerweise aus der Loire, oh, nicht? Sauvignon Blanc, der berühmte Loire-Wein, aber mal ein Südtiroler. So, jetzt kann das einen Augenblick... Deshalb habe ich das nämlich nie gemacht, wahrscheinlich, weil das so viel Arbeit ist. Rühren, 20 Minuten rühren. Cheers. Erstmal. Und zwar ist es so, ich hatte jetzt, ich hatte den jetzt vorweg schon ein bisschen mit, also die Zwiebeln mit Knoblauch in Olivenöl und den Reis ein bisschen angeröstet. Und jetzt geht es also los mit dem Wein. Jetzt tue ich bei diesem Risotto Fenchelsamen rein. Ja, das schmeckt nachher ganz schön. Ja, oh ja, das ist lieb. Ruhig so ein bisschen mehr. Aber so frei nach Schnauze, ne? Frei nach Schnauze, ja. Das mache ich ja auch immer. Also ja, also ich kann das nicht, eine halbe Messerspitze irgendwo. Nein, ich bin ein Rezeptkocher, muss ich sagen. Mhm. Aber trotzdem nicht so mit halber Teelöffel und so weiter. Was sondern ist das jetzt? Koriander. Koriander. Gemahlener Koriander und das waren Fenchelsamen. Mhm. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zesten. Es gibt ja fast kein Rezept mehr, wo nicht Zitronen, Limonen, Orangenzesten. Es ist die große neue Mode. Ist ja auch schön, schmeckt ja auch lecker. Aber ich frage mich immer, wie solche Dinge auch beim Kochen so Moden. Ja, jetzt kommt die Brühe. Aha. Und zwar, ich verstehe. Und jetzt kommt, das ist das Entscheidende bei diesem echten italienischen Risotto, nicht die ganze Brühe und warten, bis sie auf ist, sondern immer nur ein Löffel. Und wenn die aufgesaugt ist, wieder ein Löffel und das 20 Minuten lang. Es ist ein bisschen mühsam. Ich muss sagen, rührend. Man ist ein rührender Gastgeber. Das verstehe ich. Das geht auch nur, weil meine Gäste ja hier in der Küche auch schon sitzen. Und dann kommen die und sagen, darf ich ein bisschen rühren? In der Zwischenzeit kann ich was anderes machen. Die Suppe habe ich natürlich selbst gemacht. Mit Hühnerklein und Gemüse. Weil ich habe früher Risotto mit fertigen, so löslichen, so. Nee, nein. Das Risotto, einmal dann ist man versaut und dann will man das Risotto hat ja den Geschmack hauptsächlich von der Brühe. Hm. Ich muss ich muss jetzt erstmal hier meine Presse. Ich kann das nicht mit Ringen und so. Ja, das kann wenn ich dir das anbehalte, hätten meine Freunde gesagt, das stimmt gar nicht. Das kann ich gar das nicht. Machst du zu Hause auch nicht. Kochen Sie regelmäßig? Ja. Also wenn ich Zeit habe. Ja, ich finde es entspannt, es macht Spaß. Und für Freunde wahrscheinlich hauptsächlich. Klar, alleine macht es ja nicht. Macht mir auch nicht. Also ich also, mache auch alleine. Nee, dann bin ich ein Fastfood-Esser, wenn ich alleine bin. Oder ich mache mir ein paar Spaghetti. Das ist das Einzige, was ich mir selbst mache. So, also ich habe ja diese Lammkeule hier heute. Und da haben Sie ja vorher schon, habe ich gesehen, mächtig geschnibbelt. Ja, und man muss eben, das finde ich das Beste, also das Wichtigste, dass man die ganze Haut wirklich abtrennt. Ja. Und so wenig wie möglich dabei das Fleisch verletzt. Das ist klar. Deswegen scharfes. Ganz scharfes Messer. Besser, ne? Aufpassen mit der eigenen Hand dann. Und Sie haben eine Keule ja schon im Ofen, weil die ja relativ lang braucht. Ne? So. Muss man da mal nachschauen, ob da alles okay ist? Ich glaube noch. Wir können es gerne mal machen. Ja, ist Moment. Die okay? Nicht, dass da irgendwas passiert. So. Das sieht ja toll aus. Und vor allem Duft. Oh. Sieht es nicht fantastisch aus? Da sind bestimmt 2 bis 3 Knoblauchzehen dabei, rieche ich. Knollen. Zwei bis drei Knollen. Ach, und Sie tun das in so einem Bratschlauch? Ja. Das hält die Feuchtigkeit. Das hält die Feuchtigkeit. Es gibt eine wunderbare Soße. Ja, klar. Und man muss sich auch nicht kümmern. Nö. Und der Unterofen also man muss nicht begießen. Dreckig als Nebeneffekt. Ja, das auch. Aber vor allen Dingen, man muss nicht gießen, man muss jetzt nicht da und Angst haben und so weiter. So, jetzt lasse ich das mal so. Dann würde ich, jetzt kommt ja meine Knoblauchorgie. Also erstmal natürlich salzen. Mhm.
Schön, das ist auch eine schöne Keule. Ja, finde ich auch. Sehr gut. So. Dann kommt Pfeffer. Pfeffer, weiß und schwarz haben wir. Ja, ja, genau. Also eine Seite weiß, eine Seite schwarz oder wie auch immer. Ja, also je nachdem. Ich weiß auch immer noch nicht so ganz genau, wann man weißen und wann man schwarzen nimmt. Ich mache der es mehr eine so ist nach, halt ein bisschen kräftiger und der andere ist halt ein bisschen weniger. Ja, ich mache es auch so, wenn es etwas Helles ist, nehme ich weißen und wenn es dunkles Fleisch ist, nehme ich dunkles. Und meistens, ich mache es einfach so drauf und dann stelle ich die Mühlen daneben und dann soll sich jeder selber dann. Ja, ja, kann man. Ich bin ein absoluter, genauso wie ich ein Knoblauchfreak bin, bin ich auch ein Pfefferfreak. Pfeffer, ne? Knoblauch und Pfeffer. Und wie viele Leute können Sie denn kochen? Weil ich habe da so meine Grenzen. Naja, also ich würde immer sagen, ich kann kochen für so viel, wie es gemütlich ist. Ja. Also, dass man sich auch noch unterhalten kann. Ja, genau. Ich finde es so langweilig, wenn man da so an einem riesen langen Tisch und dann muss man, also das finde ich nicht so gut. Und jetzt spicken Sie das Ich das schon mal mit Ganzen, mit Halben, je nachdem, wie groß diese Lücke ist, diese Falte. Und Sie schneiden nicht rein, Sie suchen so kleine... Ich suche die was du sowieso... Solche Falten, ja. Mhm. ...offen ist. So. Und dann kommt ja das Wichtigste. Dann nehme ich Senf. Oh ja. Aha. Aha. Das mag ich sehr gern. Senf, so ein Senfkruste. Reibe erstmal, ja, ne? Senf und Knoblauchkruste. Ach, da kommt Knoblauch nochmal dann. Oh, 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 oh. Ja. Also das sollte ich nicht am Montag essen, weil dienstags habe ich Boulevard und... Ja, und ich sage immer, man darf es ja nicht mal. Ich mache es ja auch nicht immer, das ist ganz klar. Wenn Sie Vorstellung haben. Aber im Endeffekt sind die ganzen Leute immer nur neidisch. Es gibt ja so wenig Leute, die Knoblauch nicht mögen. Das viele sagen ja immer, ach nee, ich kann es mir ja nicht leisten. Das sage ich nur, ja, versuch's doch mal. Ich sage immer, die Knoblauch, wenn man Knoblauch gegessen hat, dann hat man die Fahne des guten Geschmacks. Ich sage immer, Knoblauch ist das schönste Parfum. So, jetzt. So, aber es kann das machen wir mal so. Dass Sie auf der Bühne auch schon mal einen Partner haben, der. Ja, macht. Nein, wenn ich jetzt auch Marlene in der ganzen Zeit und so konnte ich es auch nicht, weil die erste Reihe runter, wenn man dann so durchguckt und dann so in Marlene. Bis zur ersten Reihe als Marlene. Obwohl, Marlene soll auch viel Knoblauch gegessen haben. Ja, aber ich glaube nicht. Nicht nein, Vorstellung. Ich glaube, das hat sie auch nicht gemacht. So, und jetzt, das habe ich natürlich auch schon vorbereitet, hier. Das ist das? Wenn Sie mal bitte schauen möchten. Bitte? Ja? Alles Knoblauch? Knoblauch pur. Ja? Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, in solchen Mengen habe ich das noch nicht gesehen. Mhm. Ja, und das kommt jetzt noch das kommt auf diesen. Ich bin tief beeindruckt, um nicht zu sagen beknoblaucht. Ja. Es ist sozusagen eine kleine Knoblauchorgie. Ja, ja, wunderbar. Freunde sagen dann immer, sie macht Knoblauch mit Lamm. Ja, Knoblauch mit Lamm wollte ich gerade sagen, ja. Aber ich mache auch Knoblauch mit Quark und ich mache Knoblauch mit allem. Vielen Dingen, ja. Also ich finde es einfach wunderbar. Am Wochenende, so für und mich wäre das so ja auch ein Samstagsgericht, dass ich ab Montag wieder unter Menschen kann. Ja, der Mann meiner Freundin Enna ist auch so ein Knoblauchfreak und diese Freundin Enna sagt immer, du bist der einzige oder die einzige Person, die ihn noch übertrifft. So. Für Sie ist aber auch das Kochen, das merke ich schon, als Sie eben sagten, ja, damit es gemütlich ist. Das Kochen ist eigentlich auch mehr ein Mittel zum Kommunizieren, das ist doch wunderbar. Man kocht, man kann sich unterhalten. Kommen, man muss, wollen Sie jetzt irgendwie wieder abgelöst werden? Noch nicht. Wenn, wenn Sie fertig sind, ja. Weil also dann ich mache noch einmal Pfeffer drüber und dann könnte es eigentlich in die Folie. Das heißt, so wie es jetzt da ist, so tun Sie es jetzt in da diese ist. Bratfolie? Ja. Ich meine, das wirklich Anstrengende ist das Häuten. Das muss ich sagen. Ja, 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 das dauert. Das ist also aber da muss ich ja wieder mein großes Credo, die scharfen Messer. Ne? Ja, ja. Also ohne scharfe Messer ist das Kochen eine Pein. Ja, das stimmt. Und das stimmt auch nicht, dass man sich mit scharfen Messern mehr verletzt. Ich finde, mit stumpfen verletzt man sich viel mehr, weil man dauernd versucht, irgendwie mit scharfen. Man schabt ja fast. Ja, ja. Nee, ich habe also, da lege ich großen Wert drauf. Ja, habe ich jetzt was vergessen? Ich habe Pfeffer, ich habe Salz, ich habe den Honig. Ah, ich habe das noch vergessen. Ja, das kann noch drauf. Das ist nämlich ein Honig. Senf. Senf. Also sehr flüssig und deshalb kann man ihn entweder drunter oder auch drüber machen. Oh, so. Ah, schön. Den gibt es aber schon auch, so fertig. Den gibt es so fertig, ja. So. Das sieht ja toll aus. Wo leben Sie? In Berlin. Und na ja, das ist ja ein kommunikativer
Ort. Ja, und da kommen die Leute wahrscheinlich auch einfach vorbei und sagen, Mensch, hier, hallo, geht das, klappt das so? Ich hasse es zu sagen, also Dienstag um 17.15 Uhr. Ich kann das nicht. Und ich habe immer Open House, sage ich. Und man kann klingeln und das sind Freunde von mir. Und entweder sage ich, tut mir leid, ich kann nicht. Ja, da ist auch niemand böse. Jetzt schalte ich runter. Moment. Ja, auf Minus, ja. So. 120. Muss man noch mal die Uhr stellen jetzt? Und dann, jetzt noch 10 Minuten ungefähr. 10 Minuten? Dann soll ich sich dann stellen? Und dann, ja, und dann entweder sage ich, Kinder, ich kann jetzt im Moment nicht. Ja. Also ich habe zu tun oder ich muss lernen oder irgendwas. Oder ich sage, Mensch, wunderbar. Ja, Komm hoch, kannst mich abhören oder wie auch immer. Oder ja, ich mache eine Pause und ich koche irgendwas. Und irgendwas. Und das kann auch improvisiert und das, sein. Ja. Und Sie haben immer irgendwas da? Immer. Das war für mich schon als ganz junges Mädchen, ganz junge Frau, war das für mich immer der größte Luxus, den Eisschrank voll zu haben. Also meine diversen Männer werden jetzt schreien, weil es wirklich stimmt, immer den Eisschrank voll zu haben. Das damit sollte egal, jemand, meine Mutter hat immer gesagt, sollte mal Besuch kommen. Aber ich meine es wirklich, also ich kann zur Not immer Freunde köstigen. Das ist toll, das ist toll. Und das finde ich einfach schön. Jetzt tue ich wieder ein bisschen Brühe dazu. Sie merken schon, immer ein Löffel, der wird aufgesaugt. Ja. Wieder ein Löffel. Übrigens habe ich, ist auch ein neues Rezept, so, nach diesem Rezept, was ich heute mache, soll in die Brühe noch Rosmarin, Minze und Petersilie. Minze das ist schön. Schwimmt dann hier und das nimmt natürlich schön. Ein bisschen den Geschmack davon an. Ach, Petersilie auch, wird nicht bitter. Ich dachte immer, Petersilie wird bitter, wenn man das. Ich hab's noch mal sehen. So, jetzt müssen wir in den Schlauch. Jetzt müssen wir in den Schlauch. Soll ich da irgendwie helfen? Das wäre helfen? Wahnsinnig nett. Einfach der Schlauch. Den Schlauch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist hier. So ein bisschen darf man es mal. Eine Minute allein lassen, nicht mehr. Gut, ich mach ganz schnell. So, Sie müssen jetzt den mal auseinanderhalten. Ich mach nur einmal, ich rühre noch einmal hier. Und mach's ein bisschen kleiner. Einfach das mir jetzt geben. Ach so. Und jetzt geht das so drüber. Das geht mal. Ach ja, das habe ich wieder blöd gemacht. Gut. Geht? Ja, ja. Geht? Es geht. Also es ist nicht wunderbar. Ja, so, wunderbar, geht. Sie können weiterrühren. Ja. So. Schnell die Hände. Und dann? Alles im fliegenden Wechsel. Hoch. So, jetzt winde ich das hier zu. Ah ja, mit so Küchen? Mit so, das ist dabei. Das ist schon dabei. Das ist ja toll. Das ist schon dabei. Ach, das ist ja toll. Sieht übrigens sehr witzig aus. So. Und, festlich irgendwie. Ja, es ist. Und es ist natürlich also wirklich das Sauberste und Gesündeste, was man sich vorstellen kann. Ja. Und einfach. Toll. Ja, was mir einleuchtet, ist, dass die Feuchtigkeit drin bleibt und der Saft, dass es saftig bleibt. Na ja, klar. Und, man muss wie gesagt, auch nicht begießen. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig. Nein, das, es ist nicht so, aber obwohl ich ja sagen muss, wenn ich das für Gäste mache, ist das ein großer Liebesbeweis. Ne? Schön. Das hat auch was. Schön. Ich habe übrigens, ach ja, jetzt will ich Sie nicht ablenken von damit. So, nee, jetzt kommen hier oben drei Löcher rein, weil sich sonst, das kann dieses Ding platzen. Ach so, aha, ja. Na? So, und dann käme es in den Ofen. Fertig. Und da, auf ein kaltes Blech, logischerweise, ja. sonst wenn es jetzt heiß wäre, würde es sofort sich zusammenziehen das Papier ja. und würde kaltes nicht mehr Blech und dann rein. Kaltes Blech und dann rein und wie lange kann man es vergessen? Wie lange haben wir? Na ja, so dieses Teil würde ich sagen, gute 2 Stunden. 2 Stunden. Mhm. Aber da kommt es auf 10 Minuten auch nicht an. Ne? Nein, ach, also länger ist nie schlimm. Eben, weil es ja nicht austrocknet. Ne? Weil es nicht austrocknet. Das ist ja das Tolle. So, jetzt darf ich Sie wieder bitten. Ich komme sofort. Ja, Sie sind ja fertig. Dann können wir uns hier konzentrieren. Nachher holen wir ihr es aus dem Rohr. Und ich möchte das natürlich probieren. So, jetzt tue ich noch mal ein bisschen Brühe. Ich habe mir übrigens extra bei dem Hersteller aller dieser Töpfe, die ich hier benutze, einen Risottotopf machen lassen. Und zwar, es gibt 2 wichtige Sachen. Das eine, es muss eine dicke
unten, der Boden muss dick sein. Das ist so ein sogenannter Sandwichboden. Sieht man das von außen? Ja. Da steht auch Alfredissimo, das ist ein eigener Alfredissimo-Topf. Weil sonst der Reis, also anpappt und so, das muss ganz, also wenn Sie da zum Beispiel so ein dünnes Edelstahl, die berühmte Edelstahltöpfe sind ganz schlecht dafür. Und das Zweite ist, wenn Sie nur so einen Henkel haben und Sie haben Gas, ist das, und deswegen... Ja, man verbrennt sich dann. Ja. Ne, habe ich extra machen lassen, ist jetzt unser Alfredissimo Risotto-Topf. So, und dies, was jetzt neu ist, habe ich noch nie früher gemacht, habe ich neulich gelesen. Habe ich natürlich jetzt schon ein, zwei Mal gemacht, aber es ist für mich neu, ist ein Risotto mit roter Paprika. Und es ist wirklich ganz was. Ich habe es mit Radicchio gemacht, mit Steinpilzen, mit grünem Spargel. Aber das habe ich noch nie gemacht. Und das ist neu. Die habe ich auch mit dieser Brühe, mit der selbstgemachten, weich gekocht. Aha. Relativ wenig Brühe, damit nicht zu viel Flüssigkeit ist. Und die püriere ich jetzt. Und das kommt zum Schluss rein, so wie man sonst zum Schluss eben die Pilze oder den Radicchio oder was immer reintut. Gibt ja auch diese Primavera, das sind dann so verschiedene Gemüsearten. Also im Grunde ist jetzt Knoblauch am Anfang und... Knoblauch und Zwiebel, in Öl. In Öl. Damit fängt es an. Dann den Reis anbrennen. Dann der Reis, der wird ein bisschen angeröstet. Und dann der Weißwein. Dann der Weißwein. Und dann immer wieder... Und dann immer Hühnersuppe. Hühnersuppe. Und der klassische Risotto, das ist nichts anderes, das ist nur das. Und zum Schluss eben die Geschmackskomponente. Hier, das ist schon ein ausgefallener mit diesem Fenchel und mit diesem Koriander und zum Schluss ein bisschen Cayenne. Da kommt auch noch Zitronensaft rein. Also der ist eigentlich schon ein exotischer. So, jetzt mache ich das mal. Wenn Sie merken, es wird trocken. Ja, gleich nach. Ich bin ja eher ein Rezeptkocher. Sie sind, glaube ich, mehr so... Nee, ich improvisiere immer. Ja. Und wenn irgendjemand sagt, das musst du noch mal machen, das hat so toll geschmeckt, bin ich wirklich auf der Rolle. Ja. Weil ich oft nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Also nie zweimal dasselbe. Ja. Obwohl bei dieser Lammkeule das im Laufe der Jahre... Die ist schon immer eher. Die ist schon... Ja. Und da hat man dann auch so seinen Ehrgeiz, weil wenn man dann sagt, so und so viel Knoblauch oder so, dann sagt jeder, ach... Das gibt's gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Habe ich mich verhört oder komm jetzt also mal im Ernst. Also ich glaub's ja jetzt. Ich hab's ja jetzt gesehen. Ne? So, jetzt geht's dann los. Auf jeden Fall duftet das Studio. Ich muss dazu sagen, der noch hart. Das ist mir noch mächtig. Ich mach's jetzt mal ein bisschen höher. Schön. Toll. Man schmeckt so ein bisschen diese Zesten. Jetzt probieren Sie mal. Sie werden merken, der ist noch zu hart. Und am Schluss darf er nicht weich sein, aber er darf auch nicht hart sein. Er muss genau die Mitte. Das ist das. Ja. Ne? Ist noch zu hart, aber der aber nicht kommt. Lange. Nee, ein paar Minütchen. Das ist jetzt ein möglicher Reis. Reis für Risotto, steht extra da. Der ist relativ teuer, dafür geht er auch schnell. Was heißt schnell? 20, 25 Minuten. Sonst, sonst bis zu 40. Der Einfall. Aber es muss ein Risotto-Reis sein, ein Rundkorn. Man kann übrigens auch, wenn man gar keinen italienischen kriegt, den Reis nehmen, den man für Milchreis nimmt. Nur nicht der normale lange. Ich habe das einmal gemacht, stand 3 Stunden und habe da also... Oh, schrecklich. Ja. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, man... Ach, man muss doch schön essen. Man muss schön essen. Wenn es jetzt wirklich, wenn der Körper mal streikt und wenn man irgendwas, dann kann man das ja... Dazwischen ein paar Tage... Soll ich noch mal Hühnerdingens nachmachen? Ich glaube noch einmal, auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Ja. Sie haben doch sowieso Tage, wenn Sie viel drehen oder proben oder so, da kommt man ja eh nicht viel zum Essen, nehme ich an. Naja, aber das Schlimme ist immer abends. Vorstellung. Nicht? Nach der Vorstellung. Vor der Vorstellung kann man ja nicht, weil dann... Mit dann dicken wird man Magen müde, auf die Bühne, ja das geht also nicht. Nach der Vorstellung. Und das setzt dann an, oder? Ja. Ich war jetzt die ganze Woche im Studio. Ich habe gerade eine neue Platte gemacht. Ah ja. Und wenn man dann so einen ganzen Tag im Studio ist, kommt man ja auch nicht. Man kann ja auch nicht mit vollem Magen essen. Und dann eben immer abends. Ja. Und das ist schon ein bisschen so schwierig. Wollen wir denn... Sehen, ich guck mal so, wie sich das entwickelt. Das wird schon. Ja? Ich muss ein bisschen salzen. Also es war jetzt auch noch nicht, es war nicht mehr so doll. Also man könnte schon sagen, so. Ja, aber das muss, eben Sie werden sehen. Sie werden sehen. Und jetzt kommt so ein Augenblick der Wahrheit. Also wenn man zu lang macht,
vielleicht nur 2 Minuten zu lang. Also man muss pünktliche Freunde haben. Man muss dauernd probieren. Ja, ja, das sowieso. Na, die müssen schon da sein. Die Gäste müssen da sein. So, das, also ein Risotto vorweg zu machen geht gar außerdem nicht. Außerdem alleine rühren ist ja auch langweilig. Genau, genau. Das ist ein sehr kommunikatives, ja, schön, rührendes Gericht. Mhm. Ah ja, muss noch. Das hat ja eine Wahnsinnsfarbe, ne? Toll, toll. Und das wird auch gleich so schön sein. Das ist jetzt Ihr 10 Minuten. Mein, ja. Wollen Sie mal gucken? Dann mache ich hier weiter. Ja, wunderbar. Ich meine, wir können es zur Not auch noch drin lassen. Ja, nur ich bin so hitzeempfindlich. Vielleicht nehmen wir es raus und lassen es schon ein kleines bisschen abkühlen. So, jetzt müsste ich das. Moment. So, jetzt brauche ich einen Untersatz, wo ich dann das. Ja, und die Soße aber auch. Erstmal sowas oder dann gleich. Dann, so. Dann kommt das erstmal da drauf. So. Dankeschön. Kommst du das hierher? Ja. Dann werde ich das aufschneiden und dann macht man. Brauchen Sie irgendwelche. Lassen Sie auf. Eigentlich muss man jetzt hier unten aufschneiden, dann kommt die Soße in eine Sauciere, so wie sie ist. Na? Wir haben da unten alle möglichen Schalen, Schälchen. Ja, Sachen. Das mache ich auch. Dann nehme ich jetzt irgendwas. Oder lieber eine Tasse oder so, gibt es auch. Oder? Ich nehme jetzt das, da kann ja? ich viel überlaufen. So. Komm, na, ich sage noch, da kann ich viel überlaufen. So, ich habe jetzt mein pürierte Paprika reingetan. So. Ach, schon drin? Ja, schon drin. Sieht ja toll aus. Sieht toll aus, ne? Bisschen Zitronensaft noch. Jetzt kommt Butter und Parmesan. Dieser Duft. Ja, das ist natürlich, da kann ich nicht mithalten hier. Ja. Und Parmesan und Wurst. Gucken Sie mal, wie viel Parmesan ich jetzt hier rein tue. Ah, das muss man auch vorausberechnen, weil es ja sonst zu dick wird, ne? Ja, naja, der Parmesan macht es jetzt so sämig. Ja, schön. Ne? Gucken Sie, das wird jetzt ganz anders. Jetzt, ja. Auf einmal wird das nicht mehr. Jetzt muss es noch ein bisschen einkochen, das ist noch eine Spur zu suppig. Und dann wird's richtig. Ich glaube, wir probieren mal schon mal vorweg Ihr Lamm. Normalerweise würde man zuerst das Risotto als Vorspeise essen und dann das Lamm, aber. Das macht immer mein Sohn. Oh. Brauchen Sie noch irgend noch was zum. Naja, zum Zerschneiden. Na, aber erstmal das da drauf. Ja, das nehme ich einfach so in die. Oder geht das so? Gehst gleich weg in den Abfall. So. So, jetzt wollen wir mal. So. Oh, Francis, wo bist du? Oh, das sieht aber toll aus. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ja? Bring schon mal Teller. Mhm. So. Das sieht gut aus. So, ich tue hier auch was drauf. Ach, die schöne Kruste. Zum Schluss wird es immer ganz still. Eigentlich sollte es ja still werden, wenn man isst. Ja. Aber. Aber wenn man hier so konzentriert. Ah, Risotto ist ein Spur. Ist aber ein gutes Zeichen. What? Spur zu weich. Ich müsste jetzt noch ein klein bisschen einkochen lassen. Aber das macht nichts. Ach, sind das schöne Teller. Ne? Ja, wunderbar. Oh, da habe ich aber gekleckert. Na und? Oh ja, das Auge isst ja mit. So. So. Jetzt können wir sogar in der Reihenfolge
Wir machen noch mal so einen Hauch von schwarzem Pfeffer drauf. Das sieht so schön aus. So. So. Ich würde sagen, erstmal, wir probieren einfach mal einen kleinen Schluck. Einen kleinen Schluck. Schluck. Einen kleinen, so dünn ist er noch nicht. Ein bisschen, nee. Das ist wunderbar. Ne? Das ist aber genau. Oh. Aber das ist klar, da ist er. Und man spürt jedes Reiskorn. Und man spürt jedes, was drin ist. Es ist nicht ein überwältigendes Irgendwas. Also vom Geschmack übertüncht es mal. Nein, aber die, die rote Paprika, die hat doch einen schönen Geschmack. Ihr habt dasselbe mit der, mit der gelben ist gemacht. Ja Wahnsinn. Zitrone ein bisschen. Ne? So, aber jetzt. Ich habe übrigens zu dem Lamm natürlich auch noch einen Schluck schönen roten. Das muss sein. Das schmeckt wunderbar. Mach gleich das probieren weiter. Wir jetzt. Das lassen wir in Reichweite. Ja, ne? Soll ich mal? Aber. Hier ist diese, die Soße. Ist die Soße. Da machen wir noch mal einen Löffel Zucker. Na? Ja. Sehen, die ist ganz, ganz toll. Pur. Toll. Was ist da für ein Fett? Gar keins? Überhaupt nur keins. Das eigene. Nur das eigene. Toll. So. Hier sind Messer und Gabel. Ich lege das einfach mal so schnöde drauf. Warte hin, dass du. Danke. Mmh. Oh. Zart. Ein Italiener aus Bulgari von der Firma Ornellaia. Was Feines. Eine Einheit, ist das was Schönes? Toll. Bedanke mich. Mich auch. Aber das mache ich wirklich nur für ganz gute Freunde. Ja.